Hallo und herzlich willkommen zu Smart Heads Europe, dein Kanal rund um die Themen Job, Geld, Leben, Business. Es ist mir eine ganz besondere Ehre und Freude, mich mit einem HR-Kollegen austauschen zu können, einem HRler mit Herz und Seele über die Themen Beruf, Karriere, Personalplanung. In Zeiten von Corona, es ist also wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Viele Leute sind arbeitslos geworden, suchen jetzt sich einen neuen Job, worauf sie achten können, worauf sie achten sollten unbedingt und wie sie sich im Vorstellungsgespräch am besten verkaufen. All das und viel mehr erfährst du in diesem Video. Also unbedingt dranbleiben, den Kanal abonnieren, denn es lohnt sich. Legen wir sofort los. Jo, neu. Alles klar. Wunderbar. Ja. Ja, hallo Matthias, ich freue mich ganz herzlich, dich auf meinem Kanal Smart Heads Europe begrüßen zu können. Du bist auch Personaler mit Herz und Seele und wir werden uns heute mal über das Thema Personal unterhalten in der Corona-Krise, über deine Meinung und über meine Einschätzung halt und dass wir vielleicht dem Zuschauer da mal so ein paar Tipps geben können, wie er sich beruflich, wie er die Karriere pushen kann in der Corona-Krise und trotzdem seinen Traumjob finden kann. Ja, und da wollte ich dich gleich mal fragen, wie schaut es denn aus? Hast du schon Erfahrungen gemacht, dass die Mitarbeiter, der Führungsstil sich verändert hat durch Corona? Sind da schon so ein paar Anzeichen gekommen, dass da so Veränderungen vorgekommen sind? Absolut. Danke dir erstmal für die Einladung, Alex. Hat mich sehr gefreut, hier mit dir darüber zu sprechen. Mir geht es einfach heute darum, dass wir einfach den Zuschauern Mehrwert geben, womit Führungskräfte und auch Mitbewerber arbeiten können. Und um auf deine erste Frage zurückzukommen, ja, es ist tatsächlich bei uns im Coaching Verschiedenes rausgekommen, auch verschiedene Herausforderungen, Hürden, wo Führungskräfte vorstehen. Und das Ganze fängt an eigentlich mit dieser Sache, dass man klare Ziele definiert. Ne? Also der Mitarbeiter, man hat ja diese Distanz, dementsprechend muss man halt gucken, dass man wirklich rhetorisch einfach gut ist, dass man ja diese Sachen, diese Meetings wie bei Zoom oder bei Skype auch wirklich nutzt und das auch wirklich richtig rüberbringt, kommuniziert in diesen Videokonferenzen. Da geht es natürlich darum, auch mit einer gehörigen Portion Empathie und Achtsamkeit zu zeigen, wie da die Stärken und die Schwächen des Mitarbeiters sind, beziehungsweise das zu analysieren, was die Stärken und Schwächen sind. Das zielt wieder so ein bisschen darauf ab, auf die Persönlichkeitstypen, die es zu analysieren gibt. Und das ist natürlich eine erheblich größere Herausforderung, wenn ich jetzt meinem Gegenüber auf dem Video sehe und nicht 1:1. Also das ist schon mal die erste Herausforderung, wo man darauf achten sollte. Und natürlich auch das Ganze klar zu kommunizieren. Ja, also die Aufgaben, die richtigen Aufgaben zu kommunizieren und auch die Verantwortlichkeit. Ja, also da eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, ist eine besondere Herausforderung. Wie oder was steht da im Mittelpunkt? Ganz klar die intrinsische Motivation. Ja, das ist natürlich, dass ich mich mit meinen Aufgaben als Mitarbeiter identifiziere. Ja, dass da ein hohes Maß an intrinsischer Motivation da ist, ist besonders wichtig. Und das ist diese Herausforderung, die jede Führungskraft meistern sollte oder muss, dass auf der einen Seite bei Mitarbeitern die Autonomie gefördert wird, also die wirklich die Selbstbestimmung, die Perfektion, aber auch die Sinnerfüllung, dass der Mitarbeiter weiß, okay, warum mache ich diese Sachen? Also es geht im Kern darum, die intrinsische Motivation beim Mitarbeiter zu fördern. Wie ist deine Einschätzung dazu, da ja vieles sich jetzt im Homeoffice abspielt? Ich habe immer so das Gefühl, das Homeoffice ist ja nicht so bekannt bei Führung, also nicht so beliebt bei Führungskräften. Und man versucht natürlich immer, die Leute im Büro zu halten, ja, weil man sie da besser kontrollieren kann. Hast du da auch so eine Erfahrung gemacht jetzt, wie sich Führungskräfte jetzt so umdenken, wie die vielleicht jetzt so, ja, sich umswitchen müssen jetzt an das Homeoffice und oder sind, freuen sie sich dann wieder, wenn sie wieder im Großraumbüro sind? Also kannst du da auch nochmal so deine Erfahrungen mitteilen, wie du das so einschätzt? Ja, absolut. Also ich meine, diejenigen sind natürlich im Vorteil, die sich da im Vorhinein schon drauf vorbereitet haben, die auch schon vor dieser ganzen Pandemie-Geschichte die ganzen medialen Sachen mit einbezogen haben, wie Zoom-Konferenzen, wie beispielsweise Skype-Meetings. Die sind natürlich klar im Vorteil, aber es ist natürlich schon so zu sehen, dass zunehmend auch dieser persönliche Bezug wieder eine Rolle spielt und einfach die Leute auch wieder raus wollen. Sie wollen ins Büro, sie möchten natürlich wieder die 1:1-Gespräche führen und nicht nur irgendwie über Video jemanden sehen. Das ist ganz klar zu sehen, aber es hat auch gezeigt, dass es funktioniert. Also bei uns im Coaching, die
Coaches sind wirklich anfangs überfordert gewesen, auch nicht nur mit diesem, wirklich diese intrinsische Motivation zu fördern, sondern natürlich auch mit dem technischen Aspekt, ne, der ja auch ganz wichtig ist, dass, bevor man wirklich starten konnte, erstmal 10, 15 Minuten, teilweise eine halbe Stunde Zeit ins Land ging, wo man sich vorbereiten musste auf dieses Gespräch. Und dieser technische Aspekt ist natürlich da auch eine Sache, wo man erstmal die ganze Technik kennenlernen musste, um da wirklich optimal darauf vorbereitet zu sein. Genau. Aber generell ja, der Trend auf jeden Fall dahin, dass es natürlich jetzt wieder an der Zeit ist, auch mal wieder ins Büro zu gehen und da 1:1 Gespräche mit den Mitarbeitern zu führen. Man kann da einfach ganz anders wirken, ne? Und das sehe ich doch schon ganz klar, ganz deutlich. Ja. Okay. Okay, also meine Einschätzung ist ja so, dass das Großraumbüro irgendwann Geschichte sein wird, weil wir ja von einem Lockdown in den nächsten hangeln. Und natürlich, ich habe das immer so gesagt, ich habe immer den Leuten gesagt, werdet da ein bisschen flexibler, weil es kostet natürlich auch Geld, natürlich auch Homeoffice aufzusetzen, ja, also die ganzen VPN-Verbindungen, also die technischen Voraussetzungen zu schaffen. Und dann hat ja auch nicht jeder Mitarbeiter ein schnelles Internet. Also da habe ich immer gesagt, das sehe ich so ein bisschen, also das ist jetzt meine Perspektive so ein bisschen anders, dass man da sich von gewissen Dingen halt verabschieden muss, dass man da das Mindset ein bisschen öffnen muss, um jetzt auch mal neue Wege zu gehen. Und ja, wie schätzt du denn jetzt diese Entlassungswelle ein? Also ich habe jetzt immer wieder erlebt, dass jetzt auch Fachkräfte, also wir reden jetzt hier von Ingenieuren, IT-Lern, dass die jetzt auch gekündigt worden sind, dass sie durch Corona halt, dass keine Aufträge mehr reingekommen sind, dass die Leute aufgrund Corona gekündigt worden sind. Wie schätzt du den Arbeitsmarkt ein? Wie siehst du da, welche Trends siehst du da, welche Entwicklungen kannst du da längerfristig für uns mal aufzeigen? Längerfristig ist es so, dass natürlich jetzt eine Entlassungswelle anfängt. Es ist so, dass viele Mitarbeiter mit Arbeitslosigkeit konfrontiert sind. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, dass es natürlich in den letzten Jahren eher so war, dass wir ja eine starke Arbeitgebermarke aufbauen mussten. Ja, also wirklich als Unternehmer gucken musste, dass man sich stark nach außen präsentiert, um attraktiv zu wirken auf potenzielle neue Mitarbeiter. Und dieser Trend kehrt sich jetzt natürlich wieder, also dass der Mitarbeiter wieder gefordert ist und einfach sich dort um diesen Bewerbermarkt beweisen muss. Ja, also auch Menschen, die oder viele, die 20, 25 Jahre im Unternehmen gearbeitet haben, dort eine feste Position hatten, jetzt wieder vor dieser Herausforderung stehen. Und das ist natürlich ein großes Problem, ne? Wenn man fühlt sich dann schnell in so einer Opferrolle, ne? Ja, warum ist mir das passiert? Und man sieht es nicht so als Herausforderung. Und das kann ich auch absolut verstehen, aber da wirklich sein Mindset nochmal zu ändern, mehr von dieser Opferrolle eine eigene neue Identität anzunehmen und das wirklich als Herausforderung zu sehen und dann nochmal auch für sich nochmal vielleicht einen neuen Weg einzuschlagen, das als Chance zu sehen, das ist, denke ich, die Herausforderung für viele Leute. Ja, absolut. Also das ist immer so, dass man, es liegt ja nicht an einem selber, ja, aber das sind halt diese Herausforderungen, von denen wir stehen jetzt, ne? Also es ist zum Beispiel jetzt, wenn jetzt ein Restaurant schließt, ich sag mal, aus jedem Pizzabäcker wird nicht unbedingt ein guter Verkäufer oder umgekehrt halt, ne? Das sind halt die Sachen, wo man jetzt so dran arbeiten muss, aber wo man auch die, sage ich mal, Krise auch als Chance ergreifen kann und muss halt. Ich denke mal, da ist natürlich auch so ein Coaching eine gute Ansatzmethode, jetzt halt sich da persönlich weiterzuentwickeln. Ne? Also da einfach mal an sich arbeiten und auch mal vielleicht auch mal die Dinge aus einer anderen Perspektive sich zeigen zu lassen. Ne? Also das, ja, denke ich mal, ist ganz gut. Jetzt ist es ja so, wie ich schon sagte, nicht jeder ist ja ein Unternehmer. Man bewirbt sich ja weiter. Ne? Man will ja wieder versuchen, in Lohn zum Brot zu kommen. Welche Bewerbungstipps, was kannst du da den Leuten an die Hand geben? Ich habe das jetzt ja erlebt, dass ja, wie gesagt, sehr, sehr viele Bewerbungen vorhanden sind. Also gerade früher war es ja zum Beispiel München oder Frankfurt so, wenn man da, jetzt sage ich mal, einfach eine Assistenz der Geschäftsführung hatte, da haben sich früher die Unternehmen noch vor anderthalb Jahren noch drum geprügelt, sage ich jetzt mal so. Heute ist es so, da sagen wir kriegen genug Bewerbungen, wir brauchen da in der Personalberatung beispielsweise keine externe Unterstützung. Da jetzt natürlich jetzt viele Fische im See sich tummeln, also dass der Mitbewerbermarkt auch besonders groß ist, welche Tipps kannst du unseren Zuschauern geben, dass sie sich sozusagen von der Masse besser hervorheben? Ja, sehr gerne. Und zwar, es geht natürlich primär erstmal um das Mindset, dass wir wirklich diese Situation annehmen, uns darauf einlassen und nicht jetzt den Kopf in den Sand stecken und sagen, ja komm, was kann ich dafür und diese Opferrolle annehmen. Also es geht, es viel auch findet bei uns im Kopf statt. Einfach, dass wir uns da frei machen, dass wir wirklich sagen, okay, wir nehmen diese Herausforderung, diese neue Situation an
Und dann natürlich zu sehen, dass sich auch die Bewerbung etc., dieser ganze Prozess auch geändert hat. Ne? Vor 20, 25 Jahren, das kann man gar nicht mehr vergleichen. Ja, bei Windows, weiß ich nicht, was hatten wir, XP vor 20 Jahren, ist das ganz anders aufgebaut gewesen, auch eine Bewerbung. Und heutzutage das Deckblatt etc., diese ganzen Formalitäten, sich wirklich damit zu beschäftigen. Und da ist einfach mein Tipp an die Zuschauer, dass man wirklich sich Mikro-Targets setzt, ja, also sozusagen so Mikroziele, dass man sagt, okay, ich beschäftige mich eine halbe Stunde am Tag damit, wie ist die Bewerbung aufgebaut, wie ist der Lebenslauf heutzutage aufgebaut, wie ist das Deckblatt aufgebaut, dass man sich wirklich eine halbe Stunde am Tag Zeit nimmt, dass sich damit beschäftigt und dann zum Beispiel noch eine halbe Stunde mit Rhetorik beschäftigt. Ja, wie verhalte ich mich beispielsweise im Vorstellungsgespräch? Auf was muss ich achten? Wie kann ich meine Kompetenzen richtig darstellen? Ja, es ist ja ein Unterschied zwischen meinen tatsächlichen wahrgenommenen Kompetenzen. Ne? Also wie kann ich mich bestmöglich präsentieren? Und dass man da wirklich sich Mikro-Targets, immer kleine Ziele setzt pro Tag und da täglich dran arbeitet. Ja, das fördert auch für einen selber intrinsische Motivation, dass man wirklich sieht, okay, es bewegt sich was, wenn man halt das Ganze unterteilt in kleinen Zielen. Das ist so, wer mich kennt, der weiß, ich bin kein Freund vom Anschreiben. Es gibt jetzt immer mehr Unternehmen, die sagen, Anschreiben erforderlich, ja, nein. Wie siehst du das? Es gibt ja, wie gesagt, in England gibt es auch den Letter of Motivation, heißt es da. Also es gibt ja viele Firmen, die wollen das hören. Wie ist deine Einschätzung zu dem Motivationsschreiben? Ich würde sagen, es ist schon wichtig, dass ich meine Motivation zeige, aber das sieht jedes Unternehmen anders. Ja, ich denke, es macht vor allen Dingen die Masse. Ja, also wirklich viele Bewerbungen raushauen und vielleicht auch schauen, dass ich wirklich mich darauf konzentriere, mir Stellen rauszusuchen, die vielleicht auch nicht so identisch sind wie die, die ich vorher inne hatte, sondern dass ich vielleicht auch mal sage, okay, gut, ich mache hier ein Eingeständnis und gehe vielleicht auch eine Position tiefer. Also, dass ich mich nicht nur einfach darauf fokussiere, den Job, den ich vorher hatte, wieder auszuüben, sondern halt auch wirklich Eingeständnisse mache und ein bisschen flexibler werde, was die Jobwahl angeht. Ja, jetzt ist es so, also wir machen ja auch zum Beispiel so Lebenslauf-Service, wir bieten ja auch so Interview-Coachings an, also wo man das einfach simuliert, weil viele Leute, die jetzt, sage ich mal, 10 Jahre bei einer Firma gearbeitet haben, die sind raus, wie du das schon schön an dem Windows XP ein Beispiel gebracht hast, da hat sich einiges geändert, da ist was neu. Und jetzt ist es ja immer so, ich sage das immer auch den Leuten, Lebenslauf ist, sage ich mal, die Eintrittskarte, also es öffnet die eine Tür und dann kommt ja das Interview, das erste, das sind ja meistens immer 2, 3 Follow-up-Interviews, die dann noch kommen, bis man dann so sich so einig wird über den Kandidaten. Daten, gerade mit Zoom, das ist ja auch immer so eine Sache. Und jetzt hat man sozusagen das erste Interview, einen Fuß in der Tür, man freut sich und man will natürlich auch nichts falsch machen. Und was kannst du da nochmal unseren Zuschauern sagen, was kann man da besser machen oder auf was sollte man dann da achten? Ja, sich nicht verrückt machen lassen, ganz klar. Also wirklich authentisches Auftreten, Authentizität, ist ganz, ganz wichtig. Und vor allen Dingen gucken, dass man mehr oder den Fokus mehr auf die wahrgenommenen Kompetenzen legt. Also wirklich gucken, dass man sich dass man einfach frei spricht, dass man sich da nicht so verrückt macht und vor allen Dingen, was ich auch noch für einen Tipp unbedingt weitergeben muss oder was mir persönlich am Herzen liegt, ist einfach, dass die Leute das oder viele das einfach nicht üben. Ja, also ihr übt das nicht, setzt euch vor den Spiegel, so blöd das klingt oder macht es mit dem Partner oder mit der Partnerin, spielt das einmal durch, dass ihr einfach in eurem Auftreten selbstsicherer werdet und das ist extrem wichtig. Ja, dass ihr die Sachen, also diese ganzen Szenarien einfach mal durchspielt. Dann seid ihr oder erlangt zu mehr Selbstsicherheit und das tut euch dann im Vorstellungsgespräch auch besonders gut. Ja klar, es gibt ja nie so das Patentrezept für ein Vorstellungsgespräch, weil die guten Personaler, die machen das immer so, da gibt es jetzt nicht so den vorgegebenen Rahmen. Also mache ich das ja auch und so ist ja auch unser Gespräch halt. Und man merkt natürlich, das ist sehr viel Spontanität da drin, weil man hängt ja auch immer viel vom Gegenüber ab. Und das sage ich auch mal, also wichtig ist immer frei sprechen, also dass man bloß nicht irgendwo in Stottern kommt, dass man alles sozusagen mit Hand und Fuß verkaufen kann. Und ich habe das natürlich auch erlebt, es gibt ja immer diese dummen Fragen, wie viele Golfbälle passen in einen Golf rein, ja, oder wie viele, warum ist ein Kanaldeckel rund und nicht rechteckig, ja, wo man einfach nur den
das Gegenüber testen will, ja, also wo man einfach nur testen will, wie reagiert der, wie kommt der mit diesen Stressfragen klar. Und ich habe auch wieder von anderen Leuten gehört, dass es immer mehr solche Stressfragen gibt, die werden immer bizarrer. Und da freut man sich natürlich, oder viele Personaler wollen natürlich dann sozusagen die Persönlichkeit des Kandidaten entlarven oder bloßstellen halt, also gucken, ob er, ist er ruhig gelassen oder ist er aufbrausend. Also hast du da auch nochmal so Tipps, sage ich mal, wie man das umgehen kann, wie man das umschiffen kann? Und ja, das würde mich jetzt mal interessieren. Wir arbeiten oder ich arbeite häufig mit Gegenfragen. Sehr gut. Also es ist so, man kann sich natürlich vor solchen Fragen nicht schützen, aber du hast es schon sehr richtig gesagt, es ist wichtig, da einfach souverän zu reagieren und es ist auch kein Problem, da mal eine falsche Antwort rauszuhauen. Ja, also da auch wirklich mal nicht sich drauf zu versteifen und zu sagen, oh Mist, jetzt weiß ich es nicht und so, sondern einfach souverän wirken. Wirklich Souveränität steht im Vordergrund, authentisch sein und nicht einfach versuchen, sich da zwanghaft irgendwie eine Antwort auszudenken oder so, wenn man die Lösung nicht weiß. Man weiß die Lösung nicht unbedingt immer und bei solchen Fragen steht auch meistens die Lösung nicht im Vordergrund. Also da wirklich nicht runterziehen lassen, sondern einfach souverän wirken. Ja, ich finde es gut mit der Gegenfrage. Also da hast du wirklich, also denke ich mal, unseren Zuschauern wirklich einen Top-Tipp gegeben, weil man sich da auch immer Zeit verschafft. Ne? Das ist immer so die klassische Hilfsmittel sozusagen, ne? Weil antworte dann immer mit einer Gegenfrage oder sag, kommt drauf an, ja, das ist immer so eine Juristenfrage, wo man sich dann immer so ein bisschen Zeit freischaufelt letztendlich. Aber ich persönlich, also von meiner Sichtweise halte ich sowas für Quatsch, weil man verunsichert die Leute nur. Also es ist jetzt nicht so, wenn ich jetzt einen versuche, in eine Ecke reinzutreiben, ja, und gucken, wann platzt ihm denn der Kragen oder wann wird ihm das zu blöd. Also ich halte von solchen Sachen nichts, aber das ist natürlich halt immer, jede Personalabteilung tickt da anders. Und ja, aber das war erstmal auch ein schöner Einblick in die HR-Welt. Ich denke, wir werden noch ein Follow-up-Interview machen, weil das wird jetzt auch, denke ich mal, den Rahmen ein bisschen zu viel werden für unsere Zuschauer. Also war echt super. Also und ja, hat mir auch nochmal ganz interessante Einblicke gegeben in die HR-Welt nochmal. Und ja, ich würde mich freuen, auf jeden Fall, wenn wir noch ein Follow-up-Interview machen. Das würden wir dann so in ein paar Wochen dann nochmal hier auf den Kanal stellen. Und natürlich können natürlich auch unsere Zuschauer, das ist natürlich auch ganz wichtig, sollen natürlich auch reinschreiben, wie sie das Gespräch gefunden haben, ob sie noch Fragen haben. Natürlich können sie auch gerne alles unten in die Kommentare reinschreiben. Das ist ganz wichtig. Ja. Da denke ich mal, da gibt es auch viel Gesprächsbedarf, weil viele Leute jetzt natürlich sich bewerben müssen. Das ist einfach so, weil das Arbeitsamt, ne, das ist ja, man stellt sich ja dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Und ich denke mal, da solltet ihr auch gerne Kontakt zu uns aufnehmen, weil da habt ihr auch wirklich Bewerbungs- und Beratungsprofis da, die euch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ja, Matthias, dann nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit. Und ja, wir werden das auf jeden Fall fortsetzen. Es hat mich mega gefreut. Und ja, wir sehen uns schon sehr bald wieder in einem neuen Video. Und bis dahin sagen wir, macht's gut und ciao. Mach's gut, Alex. Ja, das sollten wir, denke ich, mal öfter machen. Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare rein, ob ihr auch mal wünscht, dass wir uns mit anderen Kollegen austauschen in den verschiedenen Bereichen, die es da gibt. Und ich sage herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und gerne auch das Video zu teilen. Wir sehen uns schon sehr bald wieder mit einem weiteren spannenden Video. Ich bin wie immer raus. Ciao, euer Alex.